Die Willersdorfer Richard Fischer, Joachim Schumann und Ralf Runge haben ihr Dorf verändert. Betriebswirt Fischer, Bauleiter Schumann und Zahntechniker Runge haben aus Willersdorf ein Bioenergiedorf gemacht. Dank ihrer Initiative beziehen mittlerweile über 80 Haushalte des kleinen Ortes, einem Ortsteil von Hallandorf im Landkreis Forchheim, regenerative Energie aus einer Biogasanlage am Ortsrand. Landwirt hat hier einen reinen Milchwirtschaftsbetrieb gehabt und hat dann gesagt, er braucht noch ein zweites Standbein, ist dann auf diese Biogasanlage gekommen. Okay, da gibt es Abwärme, die muss in irgendeiner Form verwertet werden. Und in Verbindung mit einem Robbelsbier ist dann draus entstanden, okay, da könnten wir doch einfach das Dorf anhängen. Fischer, Runge und Schumann haben salopp gesagt einfach mal so das halbe Dorf angehängt. Sie sind Männer der Tat und haben das Projekt Schritt für Schritt zu dem entwickelt, was es jetzt ist, nämlich ein 4,5 Kilometer langes Nahwärmenetz. Aus dem einst ideengebenden Dreierteam ist eine Betriebsgenossenschaft mit vielen Einwohnern des Ortes geworden. So oder so ähnlich sehen die Anlagen und Leitungen bei allen der über 80 angeschlossenen Abnehmer aus. Sauber, platzsparend und vor allem nicht nach Öl stinkend. Um das Ortsnetz zu finanzieren, waren 1,2 Millionen Euro nötig. Nach 7 Jahren ist die Investition komplett bezahlt und dann haben wir nur noch die Kosten für den laufenden Betrieb, was im Wesentlichen die Stromkosten sind und die Wartungskosten und Ersatzteile. Fast die Hälfte der Amortisationszeit ist vorbei. Aus welchen Gründen haben sich die Willersdorfer für dieses Projekt entschieden? Es sind 3 Faktoren. Der eine Faktor ist Versorgungssicherheit. Die haben wir gewährleistet, ohne Frage, durch die Redundanz der Motoren. Das zweite ist natürlich auch der Geldbeutel. Viele Leute müssen aufs Geld schauen. Ich natürlich auch. Also wir wollen eine günstige Wärmeversorgung, wir wollen aber auch eine ökologische Wärmeversorgung. Das heißt, wir wollen weiter an Energieprojekten arbeiten, um das Dorf weiterhin auf dem ökologischen Trip voranzubringen.